Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute soll es um das Schmuckstück hier gehen, die HK416 von Heckler & Koch. Kommt gut so, habt ihr quasi hier von Heckler & Koch einen schönen Pappschachtel. Ja, viel drinne. Ist außer der 416 nicht. Hat quasi hier das Übliche, einmal die Anleitung und die Pflegehinweise, die man natürlich immer sehr ausgiebig nehmen sollte. Ansonsten sehr viel Pappe und Sicherungsmaterial. Ja, aber macht sowas mal keinen schlechten. Sieht da ganz gut aus. Ja, das coole Stück ist dann hier drin. Heckler & Koch 416, die A5 ist das. Ja, so wie es im Haus auskommt, also der Body ist sehr geil, alles aus Metall gefertigt und halt so wie es bei der echten auch ist, also ist quasi das lizenzierte Modell direkt von Heckler & Koch, also 1:1, so sieht auch die echte aus. Das hier wäre jetzt das Rahl 8000, finde ich persönlich eine sehr geile Farbe, ist halt mal was anderes als schwarz und ist nicht so wie man es manchmal online auf Bildern sieht, da wirkt die ja, als ob die übelst gold glänzt, das macht sie nicht, sondern hat halt so einen schönen Bronzeton. Es sind noch etwas verschiedene Farbtöne, so wie es bei der echten auch ist. Ja, wird auf Heckler & Koch so hergestellt. Ist halt, da denke ich mal, dem geschuldet, dass halt das Material, was gerade am günstigsten ist, genommen wird. Deswegen hat sie hier verschiedene Farbtöne. Genau, dabei habt ihr ein Highcap. Könnt ihr aber eigentlich, so wie es ist, auch gleich im Karton drinnen lassen. Das ist hier ein bisschen nervig gemacht, so ein Highcap aufziehen. Ist hier unten kein Rädchen, sondern ich habe hier so ein kleines Loch für einen Imbus. Und müsst jetzt über den Imbus da rein, das aufratschen und kann dann das wieder schießen. Also das ist nicht so unbedingt zu empfehlen. Holt euch ja lieber ein paar schöne Midcaps, gibt es auch bei uns im Shop. Und dann passt das auch. Zum Beispiel hier passen auch ganz gut die TAN-Magazine. Ist ja dann ungefähr eine ähnliche Farbe. Ja, zum Leistungsmerkmal, die hat jetzt hier angegeben, ist maximal 1,6 Joule. Wir werden sie gleich nochmal kronen, was ihr wirklich habt. Und ja, gucken wir auch mal im Schusstest, was ihr so macht. Dann haben wir noch eine zweite Variante dabei, wo wir schon eine M100-Feder eingebaut haben, dass er dann auch in der Area 13 spielbar ist. Weil so jetzt mit 1,6 wäre natürlich für unsere Area ein bisschen zu doll. Wir haben maximal 1,2 Joule, das heißt, die würde rausfallen. Aber ist bei der nicht so schlimm. Ihr habt quasi hinten in der Tube ein Federschnellwechselsystem und könnt dort einfach eine schwächere Feder reinmachen. Eins ist ein bisschen tricky, da muss man aufpassen. Quasi hier dahinter, in der Stocktube sitzt mal ein Metallblock, den ich mit rausschrauben muss. Wenn ich den rausnehme, habe ich hier unten so eine kleine Führung für die Kabel. Da muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich die raus und wieder reinmache, dass ich da die Kabel nicht beschädige. Kann auf dem Weg doch mal passieren, deswegen da ein bisschen Achtung. Aber es ist prinzipiell trotzdem recht leicht, einfach rausschrauben, zack, neue Feder rein, wieder reinschrauben und dann passt das Ganze. Stock kann man natürlich einstellen, einfach hier unten reindrücken und dann kann ich den hier in verschiedenen Längen mir einrasten lassen. Genau. Immer rechts und links, also quasi für Rechtshänder und für Linkshänder bedienbar. Auf beiden Seiten habe ich zum Beispiel hier einen Feuerwahlhebel. Ich habe auf beiden Seiten Magazinauswurf und ich hätte auf beiden Seiten den Bolt Catch. Das hat sie auch, also wenn ich jetzt einmal hier nach hinten ziehe, zum Pop-Up einstellen, kann ich jetzt hier meinen Pop-Up einstellen und dann wieder den Bolt Catch betätigen. Zack, und es schnellt nach vorne. Genauso geht es von der anderen Seite, wenn ich hier drauf drücke, zack, geht es genauso. Das wäre ganz cool, also egal ob ich die als Rechtsschütze oder auf links nehme, komme ich immer hier an alles ran. Das ist auf jeden Fall schön gelöst. Ansonsten der Body wirklich extrem stabil. Hat man uns hier weiter auf dem Spielfeld, der hat die auch schon mal fallen lassen. Also quasi hat sich von Sling gelöst und ist halt so nach unten gekracht und ist nichts passiert. Das ist aber der wirklich geil, die ist halt komplett wertig verarbeitet. Ansonsten habt ihr schon MOSFET verbaut, also auf jeden Fall mit einem 11,1 Volt Akku spielen. Ein 7,4er wäre für die zu schwach. Also da immer auf jeden Fall auf den 11,1er zurückgreifen. Und auch ein bisschen drauf hören, wenn jetzt zu leer wird und der Motor ein bisschen schwächer klingt, dann auch ans Ladegerät gehen oder halt erstmal einen neuen Akku reinmachen. Weil ansonsten kannst du auch mal zum Gearjam kommen. Das ist dann nicht so geil. Zum Akku selber habt ihr hinten quasi die Stocktube dafür. Also bis Triple Stick passt alles rein. Darf halt nur nicht zu breit sein. Ihr seht ja hier, so breit wie die Tube hier ist, dürfen quasi noch maximal die Akkus sein. Zum Einlegen eigentlich auch ganz easy gemacht hier hinten. Hier so einen kleinen Nippel nach vorne ziehen, dann kann ich die Klappe abmachen und habe dann quasi hinter mein Akkufach, wo ich die dann reinkriegen kann. Ja, einfach wieder draufschieben und dann errichtet das Ganze.
Genau. Ansonsten, wie gesagt, optikmäßig mega das Teil. Und wir gucken jetzt mal, was er auf dem Kroni macht. Und dann gucken wir uns nochmal an, was er auf dem Schusstest macht. Da würde ich sagen, bis gleich. So, unten angekommen, gucken wir uns mal einmal, was er auf dem Kroni macht. Einmal mit der direkt aus der Box und dann nochmal mit der M100-Feder. Dass ihr einmal seht quasi, wie kommt sie bei euch an und wie wäre sie für die Area dann spielbar. So, Kroni haben wir hier, los geht's. 1479, 1447, 1465, 1446. Ja, also relativ konstant, so um die 1,4. Also damit, wie gesagt, wäre es für die Area ein bisschen zu viel. Aber wir zeigen euch nochmal die zweite Variante, wie denn hier spielbar wäre. So, 1,167, 1,184, 1,183, 1,178. Ihr habt es gesehen, alles unter 1,2 Joule, das heißt damit auf jeden Fall spielbar bei uns in der Area. So, auf der Shooting Range, wieder auf 45 Meter, steht da hinten das Ziel. Die Scheiben sind ungefähr 15x15, also nicht allzu groß. Und ja, gucken wir mal, was wir treffen. Ich habe jetzt hier nochmal einen Tracer draufgeschraubt, dass ihr die Kugel besser fliegen seht und ich auch. Und ja, dann gucken wir mal, wo die so hingehen. Das war ein Treffer. 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 Na, vielleicht daneben. Treffer. Also 45 Meter, 15 mal 15, auf jeden Fall kein Problem. Und ist auch nicht eingeschossen, das Hop-Up kann man noch ein bisschen feinjustieren. Da würde auf jeden Fall noch ein bisschen mehr gehen. Also hier mit 1,4 Joule auf jeden Fall ist ordentlich Reichweite möglich. Ja, und jetzt gucken wir nochmal im Vergleich dazu, die mit einem Joule. So, selbe Distanz wie gerade eben, 45 Meter und jetzt hier mit 1,1 Joule. Treffer. Links daneben. Treffer. Links daneben. Treffer. 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 Ah, der war oben drüber. Und das Magazin, ja. Ja, aber ihr seht, auch auf 45 Meter, die Scheiben sind 15x15. Auch mit 1,1 Joule kein Problem. Und auch die, die jetzt leicht links daneben oder oben drüber gegangen wären, wären jetzt bei einem manngroßen Ziel auf jeden Fall ein Treffer gewesen. Also auf jeden Fall für hier eine sehr geile Knarre. Weil wenn ich sage, ich stehe jetzt hier ab der Mitte, kann ich quasi wirklich schon alles damit abdecken. Oder wenn ich jetzt hier gerade oben im Turm stehe, kann ich halt schön das ganze Spielfeld unterdrücken und bin damit auch sehr zielgenau. Ja, da kann man wirklich sagen, alles zusammen, eine richtig geile Knarre. Ein paar Modifikationen dran, wie hier jetzt noch, zack, ein Griff. Ein Zielvisier drauf und schon einwandfrei das Ding. Uns immer zu empfehlen noch einen Tracer, jetzt entweder den kurzen oder den langen, dass ich quasi hier in der Area auch immer schön sehe, wo fliegen meine Kugeln hin. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Gut, dann würde ich sagen, wer sich das Ganze kaufen möchte, gibt es bei uns immer im Shop und in Kürze wird es auch im Online-Shop geben. Den Link packe ich euch dann wie immer mit in die Infobeschreibung hier mit rein. Dann würde ich sagen, bis später. We'll be right back.